Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic Park mit Miriam. Hallo. Und wir beide sind wieder heiß und wollen zocken. Und Miri hat schon ein wenig weitergespielt, weil sie nicht abwarten konnte. Hat ein bisschen Materialien gesammelt und sowas. Aber du kannst ja mal zeigen, was du gemacht hast, kurz. Am besten. Noch nicht viel. Ich habe hier nur noch eine Truhe gemacht, wo ich jetzt immer das ganze Essen reinpacke. Oh, ja, sehr gut. Ich nehme mir mal was hier raus. Hier kommen nur Blöcke rein. Süßkartoffel. Da habe ich vorhin mal ein bisschen gesammelt alles. Ups. Ja, ich hau mal mit Essen an hier. Ach, du brennst gerade Glas. Kann ich das kurz rausnehmen? Weil Essen ist gerade wichtiger. So, du brennst wahrscheinlich das Glas für unser nächstes Ding, das wir brauchen, ne? Culture-Wett, ja. Genau, dafür brauchen wir Glas, einen Wassereimer, das kriegen wir hin. Kaktusgrün, haben wir das schon? Nee. Woher kriegt man das denn? Und Eisenbarren. Also, Wüste. Im Prinzip brauchen wir nur Kaktusgrün. Na, dann lass mal einen Kaktus suchen. Sehen wir denn auf der Map irgendwo eine Wüste hier? Ich sehe keine. Ja. Vielleicht nach oben gehen, da ist ein bisschen Sand. Ja, aber das ist nur Wasser, ne? Wassersand. Ja, oder? Was ist denn hier links? Das ist, glaube ich, also Schnee, links, ne? Links sieht aus wie Schnee, ja. Ja, das ist natürlich RIP. Was macht? Guten Morgen, die Sonne scheint. Und wir suchen jetzt einen Kaktus. Also ein Kaktus wird es ja wohl, man muss ja wohl nicht eine Wüste finden, oder? Der wird es auch irgendwo im, ja, am Strand oder so mal eingeben, oder nicht? Ich meine... Hier oben vielleicht oder so? Da unten haben wir noch ein bisschen Strand. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich letztes Mal das Kaktusgrün her hatte. Ich begib mich mal nach oben, da zum Sand, glaube ich. Ja, in die Richtung. Kommst du mit? Auf ein weiteres Abenteuer, dass ich dich wieder in Treibsand stoße. So, hier haben wir Sand. Ich bin hier rechts, ne? Mhm. Geh du mal da gucken, ich geh mal hier gucken, ob ich einen Kaktus finde. Und das da oben. Was ist das denn? Ein Sauersop? Noch nie gehört. Sieht noch unreif aus. Avocado. Mensch, hier gibt's aber auch viele Sachen zu essen. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht reif. Ah, da hinten ist bei dir, glaube ich, ein größeres Sandstück, ne? Ja, aber hier ist kein Kaktus. Zur Not müssen wir halt mal darüber schwimmen da hinten. Aber das sind halt auch nur so einzelne Inseln und so, ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst hingehen könnten, um Kaktus zu finden. Die Karte ist halt riesig, ne? Wir müssen wirklich schon Wüste finden. Ja, dann lass mal ein Boot bauen. Pack ich mal Holz. Also ich wäre dafür, dass wir in den Süden fahren halt, des Landes. Wieso? In Richtung Süden haben wir doch, ist doch schon alles aufgedeckt von der Map her. Das macht doch gar keinen Sinn. Was? Was ist denn da aufgedeckt? Bei mir ist richtig weit aufgedeckt bis da unten. Ja, aber das ist nur ein Drittel der Map. Ja, wie, die Map ist doch unendlich, oder nicht? Das Ding ist, nach oben hin haben wir halt nicht aufgedeckt. Da könnte die Wüste halt schneller kommen. Über Wasser. Nee. Ja, wieso denn nicht? Wir sind doch jetzt schon hier im Norden. Nur nach oben fahren mit dem Boot. Das geht doch schnell. Boot, ja, aber da werden ja nur Inseln sein. Wir warten doch mal im Boot. Achso. Ja, wie, da kann auch wieder Festland kommen, das ist dir klar, ne? Hier ist dein Boot. Okay, ich hätte einfach hier gesagt, dass wir einmal um die Insel rumfahren. Dein Boot liegt da. Ja, wieso meinst du? Bestimmst doch jetzt die Richtung. Da können wir zusammen in einem Boot schwimmen? Ich weiß nicht, wo wir... Ja. Oh, echt? Eigentlich schon, ja. Hey, lass beide eins nehmen, passt schon. So, das Boot ist ja relativ schnell so. Also ich hätte halt jetzt gesagt, wir rudern einfach mal nach oben und gucken mal, was kommt. Ich habe also ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier vielleicht auf diesen kleinen Inseln einen Kaktus finden oder so. Oh, da kommt, glaube ich, Wüste, Miri. Sieht gut aus. Meine Intention war richtig, das Kaktus... Juhu! Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin einfach in Richtung Norden geschwommen. Ist direkt eine Wüste gekommen und Kaktus. Ach, da. Nice. Geh ich mal an Land. So. Wow. Es ging schnell, oder? Wie viel Glück! Der Server leckt. Ja, der leckt beim Abbauen, wie gemein. Das rendert, ne? Nicht vergessen. Gib mir den Kaktus.
werden ein paar mehr brauchen. Ja, man braucht Kaktus auch für Farbstoff. Ja, hier ist mega viel Kaktus. Also wir haben wirklich viel Glück jetzt gehabt. Guck mal, das ging halt... Oh, das ist eine Mega-Wüste. Schau mal auf die Map. Also hier werden wir mehr als genug Kaktus finden. Alles richtig gemacht mit meiner Idee. Oh, hier geht's rein. Hier ist eine Höhle. Das wollen wir jetzt nicht, oder? Die Sonne geht unter, wir fahren zurück. Komm. Wir haben das, was wir wollten. Alter, hier ist eine Mega-Höhle. Vielleicht können wir hier nochmal herkommen und das erkunden irgendwann, aber... Wir haben den Kaktus, es wird Nacht, also Kommando zurück. Ab nach Hause. Da hatten wir aber mal Glück mit der Wüste. Das muss man ja mal sagen. Guck mal, da rudern wir, ist das nicht schön? Sind wir denn auf dem richtigen Kurs? Den Weg hinten Fische. Oh, die blocken mich. Oh, mein Cape rastet richtig aus. Was denn? Ja, soll ich das mal machen? Wie kriegt man denn dieses Kaktusgrün? Weißt du das? Das kann ich eingeben, ne? Kaktus. Kaktusgrün. Ein Kaktus im Schmelzofen brennen. Interessant. Dann machen wir das doch mal. Brennen wir uns mal eben. Wie viel Kaktusgrün brauchen wir für den Weltschau oder wie das heißt? Eins, ne? Ich glaube eins. So, ja. Stelle ich mal den Welcher her. Oh. Nee, wie hieß denn der nochmal? Culture. Wie komme ich denn auf Welcher? Ach, Wett. Ich denn Culture, Wett. So war es, genau. Glas hatten wir, hast du schon Eimer? Und Eisenwaren haben wir auch noch? Die müssten da drin sein. Oder sind noch zwei? Oh, RIP. Wir brauchen drei. Das ist natürlich jetzt wenig suboptimal. Ich glaube, wir müssen nochmal Eisen runterrennen. Fahren. Jetzt müsste ich den Culture-Wert eigentlich machen können. Wieso geht das jetzt nicht? Werkbank. Kann man das auch freundlich sagen? Wow. Ja, du hast... Hey, das war freundlich. Werkbank. Du hast halt gestern war das auch so. Werkbank. Ja, sorry. Okay. Der ist irgendwie komisch grün. Was kann der jetzt? Da können wir jetzt so ein Fossil reinpacken, oder was? Ah ne, die Tyrannosaurus-DNA, ne? Ja, die DNA und das passende Mittel dazu. Nehmen wir jetzt ein Ei. Jetzt passiert was, oder wie? Du hast zwei jetzt da reingemacht. Ist das schlimm? Ne, der hat eins verbraucht, ein Ei. Ich habe nicht zwei da reingemacht. Ich hatte drei reingemacht und der hat direkt eins verbraucht. Siehst du das? Ja, der Balken geht runter. Scheint jetzt ein bisschen zu dauern, oder? Ja, ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Bei der Tyrannosaurus-DNA. Wenn wir jetzt direkt einen Tyrannosaurus als erstes bekommen, das wäre natürlich insane, ne? Das wäre schon echt cool. Auch mal gespannt, was damit jetzt passiert. Hat der Hund eigentlich einen Namen? Wolf. Kann ich den umbenennen? Dafür müssen wir, glaube ich, so ein Namensschild finden. Findet man in Truhen. Ei, oh. Du hast ihn geschlagen. Ja. Ja. War jetzt ganz schön gemein von dir. So. Hä, das ist schon einmal durchgelaufen. Wir brauchen mehr Eier, du. Oh ja. Ja, du siehst doch oben. Ach, das Ding läuft jetzt weiter. Okay. Können wir das jetzt nur noch mit Eiern machen? Nee, ich glaube, wir können auch Fleisch jetzt nehmen. Wenn das Ei halt weg ist, oder? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Nothing happens. Ah, jetzt! Wir haben ein Tyrannosaurus-Ei gekriegt. Oh, wie cool. Das dürfte man werfen können und dann hat man eine Chance darauf, dass ein Vieh schlüpft, oder nicht? Moment. Oder willst du das erstmal nachgucken, bevor wir das jetzt werfen? Egg? Tyrannosaurus-Egg haben wir bekommen.
Ja, das kriegt man noch aus dem Kaltschabett. Aber was macht man jetzt mit den Eggs? Also Hühnereier kannst du werfen und dann hast du eine Drop-Chance, weißt du? Und keine Willst du es mal Ahnung. ausprobieren? Oder sollen wir es erstmal mit einem anderen DN mit einer anderen DNA machen? Ach, haben wir gar nicht, ne? Nee, aber ich weiß nicht, ob der T-Rex nicht so krass ist, um den jetzt einfach zu werfen. Ich würde sagen, wir lassen den erstmal hier drin und versuchen nochmal eben schnell ein anderes DNA-Ding ranzukriegen, oder nicht? Also der Analyzer hat bis jetzt nichts Sinnvolles rausbekommen. Ja, ist normal. Die Chance ist echt gering, oder? Ja. Und dann Rexy zu kriegen, Alter. Oh, Deswegen wir haben müssen. einen. Brachiosaurus, auch mega cool. Ja, Oh, den könnte nice. man doch mal Ja, wollen wir den versuchen? schmeißen. Ein Warte, Brachiosaurus aus dem cool. Ah, Brachio. Gallimimus, mit dem probieren wir aus. Perfekt. Da Brachiosaurus kannst nämlich auch du sehr auch cool. rohes Rindfleisch. Wo habe ich den denn gerade reingepackt? Die Truhe da hinten, ne? Nee. Ein T-Rex, wo habe ich den reingepackt? Ja, Doof. da. Wieder. Ja, der ist doch hier in der Kiste. Den nicht. Ach, das ist ja schon Eck, stimmt. Ja, den Brachio packe ich mal hier rein und den Galli, den machen wir mal weiter. Wie war das nochmal? Ja, Kaltschabett. Jetzt schon, stimmt, in den Kaltschalter. Wo waren die anderen beiden hier? Für Das irgendwas weiß anderes, ich noch ne? nicht. Okay, machen wir den mal hier rein und ein. Ah, du hast ja noch Fleisch drin. Ja, dann lassen wir das mal durchlaufen und ich würde sagen, wir sammeln in der Zeit noch ein paar Fossilien, oder? Ja. Okay, Leute, wir hatten die glorreiche Idee, in eine Höhle zu gehen, um Fossilien zu suchen. Weil Miri hat gerade eine Höhle gefunden. Und da gehen wir jetzt rein und sterben wahrscheinlich. Mal gucken. Wird schon klappen. Wo ist mein Schwert? Lol, hast du es oben gelassen? Mein Schwert ist nicht da. Kommando zurück. So, wir sind wieder hier unten und diesmal hat Miri ein Schwert dabei. Was man auf jeden Fall braucht, wenn man in eine Höhle geht. War das denn eine große Höhle? Oh, mit Lava. Eieiei. Ich habe ein ganz, Müssen wir ganz halt irgendwie schlechtes Gefühl dabei. erstmal. Kannst du nicht da oben die Oh Luke dicht Gott. machen? Ich habe leider gerade keinen Stein oder so. Eieiei. Komm da halt nicht ran. Oh, jetzt habe ich meine Axt da fast reingeworfen. Ich wollte das hier machen. Ich habe keinen Stein. Zombie. Komm in die Lava, Zombie. Lass mal das Eisen hier auf jeden Fall mitnehmen. Oh, hier sind Fossile. Mirino. Haben wir gar nicht gesehen. Wir standen auf Fossilien. Und man nimmt das Eisen ab. Oh, hier ist Lava unten drunter. Eieieiei. Das ist natürlich saugefährlich. Die Brauche auch Fossilien wieder nehme ich aber Stein. mit. Dein. Knochen. Ach, das sind gar keine Fossilien, ne? Ice Stone. Oh, da ist was rausgekommen. Oh. So. Was bringt nochmal der Skullblock? Weißt du das? Nee. Oh, das mit der Lava hier unten drunter ist halt super gefährlich. Hier sollten wir nicht weiter buddeln. Es waren auch keine richtigen Fossilien, das war nur dieser Iced Stone. Mach hier mal wieder zu. Oh, rein alle. Pass auf, dass wir nicht attackt werden oder so. Komm, YOLO. Ich kann dich schieben? Ja, natürlich. Ich dachte, man kann durcheinander durchlaufen. Alter. Gott, Alter, ich renne immer noch. Ja, wir werden ja sterben. Wie, geht man nicht aus nach einer Zeit? Ey, du kriegst es halt immer und immer wieder hin, ne? Also, ich habe immer. Ey, seit wann? Ich dachte, man kann durcheinander durchlaufen beim Nein, du hast Minecraft. mich doch auch in den Sumpf geschubst. Ja, da habe ich dich gehauen. Aber jetzt wollte ich einfach nur an dir vorbeilaufen und darüber Ey, ich springen. versuche da die ganze Zeit den scheiß Stein für die Lava zu setzen und du schubst mich rein. Ich wollte darüber springen und dich nicht schubsen.
Oh Mann, es tut mir leid. Da bist du ja schon wieder. Ist ja halb so wild. Tut mir echt leid, da sind noch Sachen von dir in der Ecke. Hinter dir. Hey, seit wann kann man einen wegschieben? Muss man eben sortieren. Das will ich jetzt aber sehen, dass man einen wegschieben kann. Wie tust du doch gerade die ganze Zeit? Ich lauf mal gegen mich. Ey, du kannst mich ja echt wegschieben. Okay, ja. Das wusste ich nicht. Ich wollte nämlich hier so gekonnt, so. Oh. Jetzt sind meine. Ja. Sachen verbrannt. Okay, sag mal, ich bin officially ein Idiot. Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Ja, ich dachte, man kann über einen so einen Block rüberspringen. Okay. Das ist doof gelaufen. Oh Mann, ey. Okay, war echt doof. Meine Sachen sind wahrscheinlich alle verbrannt, oder? Nicht alle. Gott sei Dank. Man kann ja gar nicht rüberspringen. Ist doch nur ein Block. Wie geht denn das nicht? Hast du die alle aufgehoben? Ja. Kannst du mir ein paar droppen? Oh, hier ist ein Creeper. Er kommt, aber er dürfte noch nicht durchkommen. Nee, pass auf, könnte er explodieren, der ist hier nah dran. Ich geb dir grad eine Sache. Ja, da oben steht ein Creeper hinter dir, geh da weg. Oh. Der war ganz schön close. Danke dir. Hast du noch irgendwas von mir oder nur die beiden Sachen? Ich kann gerade nicht nachgucken, wenn der scheiß Creeper da steht. Hab ihn. Aua. Oh, da sind noch mehr Creeper. Viele Creeper da sind. Okay, da oben dürfen wir nicht rein. Leuchte mal aus, falls du kannst. Vielleicht ist da ein Creeper-Spawner. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, so viele wie da sind. Boah, die ist ziemlich groß, die Höhle. Oh, das explodiert. Oh, ist nichts kaputt gegangen. Ist da Wasser bei denen? Weiß ich nicht. Okay, ich baue mal lieber wieder zu hier. So. Fackeln wäre nicht schlecht, wenn du mir noch welche geben könntest. Ich kann halt hier gar nicht ausleuchten. Oh, das ist eine Fledermaus. Deine Rüstung ist auf jeden Fall jetzt kaputt. Ja, mein Gott, passiert. Wo bist du jetzt überhaupt hingerannt? Lässt mich hier so im Stich. Riesig. Ja, du lässt mich hier so im Stich ohne Fackeln. Ich leuchte doch geradeaus. Ja, aber du kannst mir doch trotzdem Fackeln mal eben geben, dass ich auch so ausleuchten kann. Danke. So. Warte, hier ist noch. Nee, das ist nicht eins. Ja, ich habe Schwert und Spitzhacke, das reicht eigentlich erstmal. Das Eisen sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. So. Hier habe ich schon Fossile gesehen. Oh, hier geht's runter. Ach, das ist der Weg, wo wir herkommen, ne? Ich brauche noch Lapis-Lazuli. Brauchen wir das noch? Oder lässt du es hier? Nee, ich nehme alles mit. Alles, was man kriegen kann. Ja, aber Kohle baue ich jetzt nicht ab. Das mit zu. Hier sind noch 4 Fossile. Ja, bauen wir ab. Vielleicht kriegen wir was Schönes raus. Und? Hast du was bekommen? Lass uns erstmal in die Richtung gehen. Und weil... auch noch. Ah nee, das Ice Stone. Permafrost. Irgendwie kann ich das nicht unterscheiden. Aber es ist gut, dass wir diese Mod haben, wenn man da drauf guckt. Man sieht, was man... Oh, Creeper von oben! Vorsicht! Oh mein Gott, 2! Oh. Gut, dass ich die gesehen habe. Oh, du musst da weg! Du musst da weg! Oh, hättest du den nicht gekillt, den zweiten, dann wärst du drauf gegangen, glaube ich. Ja, ich konnte irgendwie nicht weiter zurücklaufen. Oh mein Gott, die kam einfach von da oben runter gedroppt. Das war mega gefährlich. Hier ist Permafrost. Das brauche ich mal ab. Ja, Permafrost bringt nichts. Doch, Permafrost bringt was. Kommt da was raus? Ja, Permafrost brauchen wir ja, aber ich weiß noch nicht wofür. Ja, aber das findet man relativ häufig. Zumindest das Gefühl. Nee, ich finde das gar nicht so häufig. Das ist seltener als Fossile. Ehrlich? Ich finde ja Permafrost. So. Ist ein Zombie? Oh, wie riesig das hier ist, ey. Das ist ein richtig krasser. Da steht schon wieder ein Creeper. Es sind hier so viele Creeper gespawnt. Oder wir müssen aufpassen, da unten ist Treibsand.
Wie er immer groß wird und explodieren will. Ach, mein Schwert nicht aussehen. Du von hin- oh nein, der kleine Zombie. Hinter dir, Zombie. Boah, die kommen von überall jetzt. Okay, ich hab ihn. Muss hier mal. Aua! Ah, oh, ich bin in ein Loch gefallen, ey. Bitte. Hinter mir auch. Oh Gott, zwei Stück. Die kommen von oben alle runter. Das ist echt gefährlich hier. Müssen wir super aufpassen. Ja, du kannst da unten bleiben. Verrecke. So. Ja, die kommen alle von oben runter gedroppt, die Dinger. Ach ja, das ist riesig hier. Ich weiß nicht, ob es so smart ist, die jetzt komplett zu erkunden. Ja, nicht, oder? Nein, ich wollte ja auch nur ein paar Fossilien mitnehmen hier. Hast du denn schon jetzt welche rausbekommen? Ja, Fossilien, klar. Okay, sehr gut. Dann lass doch zurückgehen und mal Musti gucken, was unser Galli macht, wenn wir den Weg noch finden. Da. Gallimimus-Eck. Ist fertig? Mhm. Oh, dann nimm's mal raus. Du hast nämlich gleich die große Ehre, das zu schmeißen. Hier packe ich auch nochmal rein, was wir gefunden haben. Knochen? Soll, kann ich den Knochen deinen Hund geben? Nein! Er greift mich an! Bruder, ich wollte das nicht! Mach ihn still, Mirio! Der gehört dir! Ja, wie? Ja, Rechtsklick oder so! Der tötet mich! Ja. Ja, ich wollte den Knochen geben! Warum ist er denn so aggro? Ja, weil du ihn mit Linksklick gehauen hast. Ja, weil das Rechtsklick nicht funktioniert hat. Hast du gerade disconnected? Ja, mein Dings ist abgeschmiert. Hast du das Gallimimus-Eck gerade schon geworfen? Kann das sein? Ja, aus Versehen, weil ich Rechtsklick gemacht habe. Weil hier liegt das jetzt auf dem Boden. Ja. Die Panik ist real, Alter. Was ist der Hund auch so doof und greift mich an? Der gehört doch zu uns. Zu mir. Den kann ich den wahrscheinlich auch nicht füttern. Arsch. Was machen wir jetzt mit dem Dinosaurier-Eck? Du bist wieder aufgehoben. Ja, vielleicht. Ich glaube, das müssen wir irgendwie ausbrüten. Du kannst es halt platzieren. Soll ich mal auf Wiki gucken? Ja. Also die Eggs platziert man sozusagen auf dem Boden und die würden bei richtigen Konditionen innerhalb von 100 Sekunden schlüpfen. Die richtigen Konditionen wären in dem Fall Wärme, entweder durch Sonnenlicht oder durch Fackeln und genug Platz. Wenn das zum Beispiel nicht gegeben ist, dann wird das Ei irgendwann despawnen. Also sterben. Oder da steht, genau, und da steht dann auch, dass nicht genug Platz wäre zum Beispiel, damit das der Dino schlüpfen kann. Ja, also probieren wir auf jeden Fall erstmal mit einem Gallimimus-Egg, weil ich habe keine Lust, den Brachiosaurus und den Tyrannosaurus Rex zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ja. Die Frage ist nur, sind die Viecher wild und greifen uns an? Jetzt rein theoretisch, wenn wir einen Fleischfresser machen? Weiß ich nicht. Egal, wir machen ja einen Gallimimus erstmal. Den Tyrannosaurus und so, den sollten wir auch ausbrüten, da wo wir ihn dann später haben wollen, denke ich mal. Also in seinem Gehege. Also bauen wir jetzt erstmal so einen kleinen Nebenraum, wo wir das Ei dann brüten können, oder was? Na, würde ich machen, oder? Ja, dann machen wir das. Einfach mal so ein... einfach mal hier so Steinblöcke. Lass mal hier hinten einfach rausgehen, oder? Hier kann der ja hin, der Raum. Und jetzt platziere ich das Eck hier in die Mitte. Oder erst Fackeln? Erst Fackeln. Sehr gut. Tada! Kann man jetzt irgendwie gucken, wie es dem Eck geht oder nicht? Oh, das ist geschoben. Oh. Sagen wir, lassen das jetzt mal in Ruhe, oder? Ich meine, das ist noch full live. Also alles entspannt. Wie lange soll das dauern? 100 Sekunden. Ja, dann lassen wir ihn mal kurz alleine. Wollen wir da eine Tür zur Sicherheit reinmachen? Es ist gehatcht. Ja. Mini-Gallimimus. Komm rein. Hörst du die Musik?
Ja. Aber wie schön. Da läuft er. Gib ihm einen Namen, Miri. Wie? Ja, einfach so, sag einen. Oh nein, renn weg! Mach die Tür zu! Oh Gott. Was macht der? Der soll da drin bleiben. Oh. Wir müssen mal gucken, ob der männlich oder weiblich ist. Das erfahren wir jetzt noch nicht, oder? Wie wild der rumrennt, ey. Oh, wie süß der ist. Und wie er quiekt. Der ist voll laut, ey. Wir müssen den doch mit Sicherheit auch füttern, oder? Ich habe keine Ahnung. Das sollten wir vielleicht nachgucken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Cool. Ich wollte mir gerade Fackeln machen. Ja, Hund, es tut mir leid, du bist jetzt außen vor. Wir haben nämlich jetzt ein Baby bekommen. Okay, es gibt jetzt zwei Sachen, die wir beachten müssen. Einmal müssen wir das Tier füttern. Das können wir entweder machen, indem wir es aus der Hand füttern, die Sachen auf den Boden werfen oder eine, ja, einen Napf sozusagen bauen. Und jeder Dino hat wohl also eine bestimmte Stimmung, ja, so wie wir Menschen auch. Diese Stimmung könnten wir halt nachgucken, indem wir so ein Büchlein bauen. Und wenn die Stimmung zum Beispiel schlecht ist, dann kann es sein, dass der uns sogar angreift und uns ignoriert. Also ich glaube, der hat ADHS. Bin ich mir ziemlich sicher. Also ich könnte jetzt einfach zum Beispiel eine Zucchini auf den Boden droppen und gucken, was passiert. Komm, friss, Gadi. Magst du Zucchini? Magst du Zucchini? Ich mag keine Zucchini. Ups. Blume, ja. Ups. Ob der Blume ist? Magst du Rhabarber? Ein Teeblatt? Und Jute? Er scheint keinen Hunger zu haben, oder? Also nur mal so zur Info, ja. Hier steht einmal, was Taming angeht. Ja. Die einfachste Methode ist halt, dass wenn das Ei ausgebrütet wird, dass man innerhalb von 6 Blocks daneben steht. Ja? Oh, das haben wir nicht gemacht vorhin, ne? Oder man benutzt eben diese Whip oder man füttert es mit der Hand. Aber dann sehen wir doch jetzt gleich, ob dieses Ei direkt getamed ist. Also getamed ist. Deswegen bleiben wir jetzt mal hier stehen. Ja. Weil er scheint ja wirklich wild zu sein. Der ist ja, rennt ja rum wie ein Wahnsinn. Ja, das ist wie mit den Wölfen. Eigentlich müsste der, wenn der getamed ist, dir ja hinterher rennen, oder nicht? Kannst du den nicht mal versuchen, mit Rechtsklick irgendwie Futter zu geben? Solange du nicht haust, mit links klickst du alles gut. Ich gebe ihm, versuche ich mal. Ja, wenn ich Rechtsklick halt mache, dann esse ich selber. Ich habe ihm Apfel gegeben. Echt? Das hat geklappt, ja. Glaube ich. Ja. This Gully Mimus is full, steht da. Also der ist jetzt satt. Er hat keinen Hunger mehr. Hoffen wir mal, dass der hier gleich gezähmt ist. Also wir haben auf jeden Fall einen wilden Gallimimus hier erschaffen. Der schiebt sogar mich weg. Ja, der ist richtig nicht aggressiv, sondern hyperaktiv. Schiebt doch die ganze Zeit hier seinen Bruder weg, wenn er nicht geschlüpft ist. Wenn du Männchen und Weibchen zusammentust, dann vermehren die sich übrigens auch, ne? Okay. Und woran erkennt man das Geschlecht? Wahrscheinlich erst, wenn die groß sind, ne? Oder wenn sie getamed sind. Ja, das kann auch sein, das stimmt. Ich weiß ja gar nicht, wie groß der noch ist. Da, guck schlüpft mal, das Ei. Oh, es wackelt. So wie bei Pokémon, wenn so ein Ei schlüpft. Los, komm. Da ist er geschlüpft. Der ist kleiner. Guck mal, der andere ist schon gewachsen. Siehst du das? Der ist viel, viel kleiner. Und so schnell. Ja, die sind so mega schnell. Okay, der scheint aber jetzt auch nicht getamed zu sein, oder? Der ist auch wild. Also es hat jetzt nicht geholfen, dass wir daneben standen. Ja, wir sollten mal noch ein paar Eier oder Äpfel oder sowas holen. Und die dann mal ein bisschen mit der Hand feeden. So, Leute, ich baue jetzt mal eine Whip. Damit soll man auch Dinosaurier zähmen können. Die werde ich jetzt mal bauen. Ich muss wieder an eine Werkbank gehen. Das vergesse ich irgendwie immer. So.
plus. Jetzt habe ich eine Whip. Sehr schön. Soll ich für dich auch eine machen, dass wir mit beiden ausprobieren können? Ja. Okay, komm. Komm wieder rein. Aber wahrscheinlich müssen wir Futter. Ist ja einer gerade ausgebüxt. Einkommen. So ist fein. So, ich drop dir mal deine Whip. Ja. Und jetzt? Oh, damit kann man peitschen. Das ist eine Peitsche. Oh mein Gott. Will man das? Ich will die nicht peitschen. Oh, das ist ja richtig brutal. Aua, du schlägst sie. Oh Gott. Oh, das ist richtig mies. Der Papa füttert euch, kommt her. Da, sie haben ordentlich gefressen. Miri peitscht drauf. Okay, ich müsste jetzt die Materialien für den Fieder haben. Dann mache ich mal ein. So, plus. Ah. Da habe ich ihn. Da, reicht das nicht? Weiß ich nicht. Müsste doch eigentlich reichen. Kann ich da jetzt hier was reinpacken? Da, jetzt fülle ich den Fieder. So, da sind jetzt 200 Nahrung drin. Jetzt können wir mal gucken, ob die was daraus fressen mit der Zeit. Oder ob der schlecht platziert ist. Also ich habe jetzt 200 Nahrung drin. Man kann den bis zu 10.000 füllen. Also wir können die ordentlich hochfüllen, die Dinger. Ja, ah ne, du hast was reingefüllt, ne? Ja. Ich dachte, es passiert irgendwas. Und ob unsere beiden Gallimimusse hier glücklich werden und wachsen und irgendwann uns gehorchen und aus dem Fieder fressen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin schon sehr gespannt, Miri auch. Und vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein. Euer Dandy und eure Miri.